Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Castle Story. Und wir sind immer noch im Spiel drin, wir haben die dritte Welle überlebt und bauen weiter hier unser kleines Kastell aus. Und jede Nacht machen sie uns hier die Türen kaputt, die freundlichen Nachbarn. Ich brauche hier entsprechend noch eine Tür wieder neu hier. So, da haben sie auch randaliert. Da bauen wir auch eine hin. Die geht noch. Und die hier oben haben wir auch noch. Allerdings fällt uns da noch die Mauer. Aber ich würde sagen, den ersten von unseren Schützen können wir eigentlich schon umziehen lassen. Und der verteidigt ab sofort hier drüben. Und ich muss mir hier auch irgendwas für meine Mauer überlegen. Wie ich die ansetzen... Hat der jetzt die Mauer hin? Nee. Oder? Nee, der macht Stein. Ach, jetzt fangen sie da drüben mit der auch an. Okay, die können wir auch. Entsprechend schon nehmen. Und worauf warten die hier? Hey, Bubba. Ach, das ist der Aufräumer. Dann schicken wir den zum Türenbau. So, und dieses Teil hier können wir auch mal langsam versetzen. So, damit ich hier ein bisschen den Überblick behalte, was jetzt hier ist. Ich kann einen neuen Arbeiter. Ob das intelligent war oder ob ich noch mehr in die Verteidigung hätte gehen sollen. Aber unsere Mauern, ja, wachsen irgendwie zu langsam. Hier drüben baue ich auch noch mal eine Treppe hin. Wie sieht's hier aus? Hier haben sie zwei hingebaut, deswegen kommen sie da nicht weiter hoch, um das weiter zu bauen. Dann mache ich hier auch noch mal eine hin. Und hier eine zweite zur anderen Seite. Aber ich befürchte, mein einer wird's, glaube ich, jetzt nachher nicht überleben. Der gute Ralfi, der ist schon ziemlich angeschlagen. Was ist hier draus geworden? Die können doch um eins hochklettern. Oder geht es mit dem... Wenn sie beladen sind, geht das dann... Ich dachte, es geht. Okay. Testen wir es einfach mal aus. Wir bauen einfach noch einen entsprechend hin. Und hier wandern sie schon wieder nach vorne. Der ist auch soweit, dann schicken wir den auch zum Bauen. Okay, hier haben wir einen ansetzen lassen. Und da weiß er jetzt wieder nicht, wie er weitermachen soll. Ach komm, Hoshis. Brauchen wir jetzt wirklich da so einen Seitenaufgang? Anscheinend ja. Oh. Okay, hier einen hin. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen hier schaffen. So, da drüben eine Tür im Nirgendwo. Und wir haben noch 3 Minuten, in denen wir jetzt hier irgendwie das Ganze auf ein vernünftiges Niveau bringen können.
Wie sieht's hier aus? Die hier wächst eigentlich auch schön. Und ich kann langsam mal hier meine meine Außenangriffsposten machen. Zack. 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 Sieht natürlich nicht ganz sehr symmetrisch aus, aber ja, besser als gar nichts. So, und die anderen, damit auch möglichst immer zwei laufen können, setzen wir die Steine hier nach innen an. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich mich hier irgendwie verbaut? Ja, Tatsache. So, und hier dürfen wir das natürlich nicht bauen, sondern wir nutzen das Ganze hier, um noch eine zusätzliche Treppe hinzubasteln. Machen einen Gang weiter. Wen habe ich jetzt gesagt? Kanzel. Bauwe. Mauer. So, 54 Sekunden, es wird langsam wieder Nacht. Und ich hoffe, er überlebt. Und ich hoffe, er überlebt. Aber das wird sich jetzt dann gleich zeigen. Wir können ihn eigentlich, hier unseren Pumba, könnten, ja gut, er kann nicht hier direkt nach unten schießen. Deswegen schicken wir ihn hier wieder nach oben. Na, okay, ich mache hier mal den Weg frei. So, 7 Sekunden. Wir jagen unsere Jungs zurück. Wo rennt der hin? Uber hat mal wieder auch keine Lust hier. Oh, und er macht seinen Job eigentlich nicht schlecht bisher. Oh! Uber, du Depp! Geh heim! So, und der da hinten greift unsere Mauer an. Na klasse. Okay, der macht einen verdammt guten Job hier. Bisher. Wo wollen die hin? Sind die mir schicke? Ralf, angreifen hier. Okay, mischt. Ein Toter haben wir. Oder einen Toten haben wir, so muss ich sagen. Hier, den schicken wir zum Aufräumen. Buba, du Trottel. Louis auch hin. Und den dritten auch. So, aber Ralf macht seinen Job eigentlich nicht schlecht. So, wir brauchen einen neuen Archer. Und ja, langsam werden es echt viele.
So, Pumba schicken wir runter. Beziehungsweise wir können auch Pumba einfach hier oben hinstellen. Schießt da noch irgendwas? Gerade eben gedacht, ich hätte einen Ton gehört. So, wir brauchen wieder eine neue Tür, wie jeden Tag. Baue mir eine Tür. Einmal in diese. Einmal in diese Mauer. Und einmal entsprechend. So rum. Und was ist mit der oben? Die hat kalten, oder? Logisch. Sie konnten ja dran vorbeilaufen. Gut. Der andere räumt hier schön auf. Und wie weit ist unser Goldvorkommen? Ist eigentlich schon echt gut. Könnte ich hier eigentlich mal anfangen, auch eine kleine Lampe für uns hier reinzustellen. On the vault, a source of light that can be placed on the ground. Dann würde ich sagen, erhellen wir mal hier ein bisschen unseren Außenbereich. Und auch hier innerhalb von unserem Gebäude stellen wir hier ins Eck eine schöne Lampe. So. So, den nehmen wir auch mal wieder mit rüber. Und dann nehme ich Buba. Und Buba darf im Sägewerk arbeiten. So, was gibt's hier Neues von der Baustelle? Hier ist mal wieder GDL-Streik. Ich probiere das Ganze mal hier. Ah, ich hab's echt zu schnell gebaut. Und jetzt rächt sich's natürlich. Deswegen lasse ich den hier oben abreißen. Ich möchte hier jetzt möglichst schnell halt eben eine schöne Verteidigungsstruktur aufgebaut haben. Genau, du sagst es, Iris. Ich muss sie ja eigentlich nicht rausschicken. Das heißt, ich hätte die Mauer eigentlich hier auch komplett zumachen können. Könnte ich eigentlich noch machen, sodass wir hier so ein bisschen abgeschottet sind. Und meine Archer im Prinzip alles übernehmen. Wäre eigentlich eine Idee jetzt für einen Anfang? Dass ich hier wirklich sage, ich mache hier zu. So, einmal, zweimal. Ist natürlich mit dem Aufgang hier ganz intelligent. So, hier brauchen wir noch unsere Schussstellen. So, 3 Minuten noch. Das hier ist der Aufräumer. Den schicken wir auch auf den Bau. Wie sieht's mit den Türen aus? Ach, der baut gerade auch noch unsere Lichtquellen. Okay. Sehr schön.
Und ich überlege, ob ich den ersten Archer schon wieder rüberschicken soll. Aber ich glaube, wenn hier noch nicht unsere Schutzwand drin ist. Aber darunter könnten wir ihn eigentlich schicken. Tanuki? Genau, geh mal rüber. Ah, er kommt trotzdem hoch. Sehr, sehr schön. Okay. Was habe ich denn hier? Wieso habe ich hier eine... Ach, hier ist noch eine Mine, eine extra. Ja gut, aber bis ich bei der irgendwas einbauen kann, ja, das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber dafür sieht unser Gebäude eigentlich bisher nicht schlecht aus. Nur dass hier hinten irgendwie ein Loch in der Wand ist, das wir vielleicht auch mal ausmerzen sollten. So, einmal zu. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die uns die Monster hier schon Löcher reingekaut haben. Und hier fällt es irgendwie auch. Naja, ein bisschen Ausblick. Okay, dann stellen wir Puma hier direkt ans Eck. Oder Pumba direkt ans Eck hin. Und worauf wartet er? 1 Minute 30. Hallo, jemand zu Hause? Genau, bau mal hier weiter. Also sieht gut aus und wir haben noch 1 Minute bis zur nächsten Runde, aber die schauen wir uns dann entsprechend morgen an in einer neuen Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Angriff hier, Runde 5. Bis dann, ciao, ciao.